Highspeed in Brandenburg. Die dem 65 Jahre alten Warenzeichenverband angehörende und 1990 vom VEB in eine GmbH umgewandelte RFT Radiotelevision Brandenburg wurde 1994 durch Dr. Klaus-Peter Thiemann im Rahmen eines Management-Buyout von der Treuhandanstalt erworben. In zweiter Generation übernahm Stefan Thiemann 2011 die Geschäftsanteile seines Vaters. Es ist das erste unternehmergeführte mittelständische Unternehmen, das mit Glasfasernetzen zum innovativsten Kabelnetzbetreiber Deutschlands aufgestiegen ist. Das Unternehmen beschäftigt 54 Mitarbeiter und bildet 2 Auszubildende aus. Die RFT Kabel Brandenburg GmbH unterstützt die Arbeiterwohlfahrt, die Wredowsche Zeichenschule und die Gymnasien der Stadt Brandenburg an der Havel unter anderem durch kostenfreie technische Highspeed-Internetanbindungen der Computerkabinette. Weiterhin werden die SG Stahl Brandenburg, der Havel-Regatta-Verein, der Ruderclub Brandenburg sowie der Drachenboot-Cup Rathenow, Neuruppin, Dresden und Brandenburg an der Havel finanziell unterstützt.